Hey Leute, willkommen zurück zu The Evil Within, The Assignment. Ja, wir haben das vierte Brieffragment. Fragment. Und ich weiß immer noch nicht, was das bringen soll. Wahrscheinlich werden wir dort ein bisschen mehr über die Vergangenheit von Kidman erfahren. Oder vielleicht auch. Okay. Ach, guck mal, die beiden, Sebastian und. Wie heißt der? Oscar? Nein. Wie heißt der nochmal? Mann, glaubst du, ich komme auf den Namen von seinem Partner? Ist echt ärgerlich. Oh, ne. Oh, ne. Nein. Was? Alter, was? Was hat. Was? Was hat da eben. Ihn? Irgendwas hat ihn gerade. Nein, die sehen auch schon alle so komisch aus. Die sind schon länger. Schon länger tot. Oh, was haben wir da? STEM-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch, die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Ja, Jimenez, Neugier hat ihn wohl im Endeffekt ja auch umgebracht, haben wir gesehen, ne? Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, das ist ja alles schon im Hauptspiel passiert. Und wenn ihr das nicht gesehen habt und das jetzt hier seht, weiß ich ja auch nicht. Was macht ihr überhaupt? Schaut euch ruhig nochmal das Hauptspiel bei mir an. So ein bisschen Werbung in eigener Sache. Schnell drüber. Oh Gott, diese Leichen überall. Na komm. Kidman! Hulk! Hulkine! Serverraum, hä? Huh? Muss ja ganz schön warm sein. Es sei denn, hier wird's gut gekühlt. Okay. Fünf grüne Lichter und die Kabel sind alle nicht richtig verbunden. Teilweise. Vielleicht muss ich ja die richtigen Anschlüsse suchen und dann neu verbinden. Alter Schwede, was für Leitungen das hier sind. Also ich will ja nicht wissen, wer hier fürs Netzwerk verantwortlich ist. Der Typ hat keine Ahnung von seinem Job wahrscheinlich. Na komm. Okay. Ich glaube, das ist irrelevant, was mit den Kabeln ist. Nee, komm schon, jetzt kommt irgendwas Fieses, ne? Ich hab's doch gewusst. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Atemversorgung wiederhergestellt ist. Oh nein. Nee, nee. Nee, nee. Ach, das ist ja schön. Ne! Ja. Warum ist die so schnell? Oh. Alter. Oh Gott, Leute, was ist da nicht richtig mit dem Spiel? Was? Wer hat sich bitte mit dem Monster-Design hier beschäftigt? Alter Schwede, ich muss halt immer nur weglaufen jetzt, ne? Einfach nur laufen. Mhm. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weg hier. Die darf mich doch hier gar nicht sehen. Ich meine, kann ich da drüber klettern? Auch nicht. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Atemversorgung wiederhergestellt ist. Achtung, Fehler. Du heiliger Bimbam, wer ist das überhaupt? Was redest du da? Oh Gott. Wie schnell die auch noch rumstarkst hier. Nein, nein, nein. Leslie ist nicht hier.
Alter Schwede. Warum stark sind das Miststück? Leslie. Energie wieder bei 50%. Nein. Oh Gott. Wird ja immer netterer. Netterer. Alter. Zum Glück ist sie so groß. Stell ich mal vor, die wieder auf den Boden kriechen und wäre ganz klein. Alter. Ah. Nein. Ah. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Wie soll ich dir dann... Die kommt jetzt wahrscheinlich immer wieder, ne? Also, ich meine von vorne. Diese Sequenz. Ach du heilige... Ja, natürlich. Natürlich. Das finde ich jetzt nicht so gut. Das war bei diesen Bombertypen genauso. Diese Spinnentypen mit den Brustkörben, die mich dann geschmampft haben. Die Lampe aus. Ich glaube, das ist besser hier. Oh Gott. Echt nicht schön, Leute. Das ist echt nicht schön. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Explosion wieder... Sieht aber sehr entspannt aus, muss man sagen. Und ist eine hübsche, die liebe Kidman. Hab ich ja auch schon erwähnt. Die hat mich irgendwie so an diese komische... Wisst ihr noch, die mit den Krallen? Die Krallentussi? Aber zum Glück ist sie recht taub, so wie sie es scheint. Energie wieder bei 20%. Sau schnell und sau clever. Eigentlich hat sie ja sexy Beinchen, ne? Eigentlich. Bitte geh woanders hin. Bitte geh woanders hin. Spinnt das hier wieder rum. Die ist aber auch so schnell, ne? Da, guck mal. Die Hitman schleicht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr. Dafür, dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Oh Gott, wo ist sie jetzt? Nein! Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Der Schwede, wo ist sie da? Oh, komm, gleich haben wir's. Mach jetzt. Ja. Ja. Oh, komm schon. Ja, bitte. Gott. Du kranke Schnalle. Helfen Sie nicht, unsere Einrichtung sauber zu halten. Ja, mach ich doch. Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeitsumgebung. Das freut mich. Oh, geht mir gerade die Pumpe, ne? Boah, meine Güte, ist die gruselig. Schnalle, kranke Schnalle. Okay. Geht's denn lang? Da ist wahrscheinlich... Das sind wieder diese Türen, die nicht aufgehen, ja. Was haben wir denn jetzt? Ich kann's kaum sehen. Da ist der Aufzug. Nee. Das ist der große Bereich und dann geht's noch hier neben rein. Okay, also hier ist Ende. Fire Extinguisher. Bringt mir nichts. Nichts. Gar nichts. Ja, es ist halt ein bisschen schade. Ich vermisse das so, dass es mit Kidman was aufzusammeln gibt. Mit Sebastian war das immer schön. Diese Statuen, die Munition, gab immer was zu finden. Bei ihr ist es halt der Weg, den man gehen muss. Und den gilt es eben zu finden. Warte, ich komme. Hey. Ich komme echt nicht mehr drauf, wie der Partner hieß.
Thomas? Nee, wie hieß er denn nochmal? Das... Auf jeden Fall soll es ein Japaner sein. Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Wahrscheinlich habt ihr mir jetzt schon geschrieben. Oh, hi, ihr beiden. Hallo. Die merken das gar nicht, dass ich hinter ihnen bin. Okay, das muss echt wirken. Detectives, ich bin hier, ich bin okay. Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht. Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich. Nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Bist du okay? Jetzt verstehe ich. Wollen Sie beim Unklaren bleiben, weil das, was Sie erfahren könnten, Sie verstören wird. Ein anderer Anfang. Kapitel 1 überlebt. Krass. Ja, Leute, ich habe irgendwie schon vermutet, dass das noch kommt. Ich meine, es muss ja. Es kommen ein paar Schlüsselsequenzen mit Kidman. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich alle nachspielen im Zeitraffer, weil bei ihr war es ja jetzt so, sie hat schon im Voraus gesehen, dass sie irgendwann in diesem Tank stecken wird. Es kann keine Erinnerung gewesen sein, es war einfach schon eine Voraussicht. Richtig cool. Wenn Wege sich kreuzen, das lässt schon mal so ein bisschen darauf schließen, dass es jetzt wieder zu einer Begegnung kommt. Ich meine, ganz zum Schluss mit Sebastian in der Stadt vor der Beacon-Klinik, da haben wir ihn nochmal getroffen. Bei Leslie. Joseph! Joseph! Scheiße, wo ist der hin? Okay, muss er eben allein zurechtkommen. Norm. Ich muss weiter. Leslie finden. Diese ganzen Leichen hier. Geil. Die sind auch schon ein bisschen länger da. Und sie hat immer noch keine Waffe. Hatte sie nicht später eine Waffe? Soweit ich mich erinnere, schon, oder? Wunderbar. Sind wir diese Arschkinder. Ihr Arschgeigen. Hm. Okay. Ich finde das ein super Feature. Das müsste viel öfter eingebaut werden hier. Dass man mit der Taschenlampe Wege öffnen kann. Das ist so ein bisschen spärlich, ehrlich gesagt. Okay, wow, die Taschenlampe, die bringt ja hier gar nichts zu. Die leuchtet vielleicht mal einen Meter. Guck mal. Ach du heiliger Bimbo. Ah. Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Ruvik im Encephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Okay. Er weiß, dass ich hier bin. Ja, stell dir vor, der hat dich sogar schon angesprochen. Aber ich glaube, er ist uns nicht wirklich feindlich gesonnen, oder? Er hat uns ja nicht umgebracht. Das hätte er zweifellos tun können, schätze ich mal. Hier ist doch irgendwas bei uns. Da vorne ist eine Axt. Nein. Nee, was ist das? Ach, da muss ich leuchten, dass ich ihn sehe. Ja, okay, wenn ich nicht drauf leuchte, sehe ich ihn nicht. Oh nein. Ja, Schleichangriffe. Beim Schleichen tötet ein Gegner blitzschnell. Ach, die sind das. Ja, die Unsichtbaren. Tentakelköpfe. Boah, wie ihr ausseht, ey.
Gar nicht spooky, ne? Nein, gar nicht. Oh, wie gut das. Oh, voll ins Gesicht. Hässliches Gesicht. Ja, und die Axt ist leider futsch, das wissen wir ja. Die Nahkampfwaffen sind aber richtig geil in dem Spiel. Ich muss sagen, die Fausthiebe von Sebastian, die sind auch ganz gut. Aber wirklich nur so als Notfall gedacht. Was ist das denn? Musikstück. Ja. Okay. Ist immer dasselbe, derselbe Text. Ich hätte gerne noch eine Axt, wenn es geht. Ich hätte den auch gar nicht platt machen müssen, hätte ich mir die Axt aufgehoben. Diese ekelhaften. Das hat echt nichts, da kommt bestimmt noch mehr jetzt, ne? Das war jetzt nur so ein kleines Tutorial, dass ich weiß, da kommt gleich was. Oh, ist das eine Kätzchentür? Kätzchen! Kätzchen! Oh, ich höre was. Ich. Kidman, pass doch auf. Schmamsch. Oh Gott, Leute, ich bin total angespannt. Da ist er. Du hast hier ein bisschen was zum Hauen. Warte, ich geh mal wieder raus. Ich brauche unbedingt eine Schlagwaffe. Da ist eine Axt. Okay. Okay. Schneller, Kidman. Dein Stöckelchürchen. Yes! In den Kopf. Die Axt in den Kopf. Da ist bestimmt noch einer drin, ne? Ich sehe ihn nicht. Der hat ein Messer im Rücken. Kann ich damit auch? Den noch erledigt hier. Wo ist er? Matschepampe. Okay, da kann ich wohl dran drehen am Rad. Oh Gott. Irgendwo ist hier noch einer. Unsichtbare Pennergesichter. Wo ist er denn? Da ist keiner mehr, aber ich höre ihn. Ich habe so ein bisschen Schiss, ne? Das bringt auch nichts, weil ich ihn nicht sehe. Voll gemein. Was haben wir hier noch? Was zu lesen? Was zum Hören? Etwas ist noch viel erschütternder. Unsere Testsubjekte sterben. Sie kommen abrupt aus dem Stem und sterben mit völlig verängstigtem Blick. Und die, die überleben, sind katatonisch. Sie plappern unverständliches Zeug und lassen sich nicht befragen. Wir taten nichts, was die Veränderung bewirkt haben könnte. Es muss am wachsenden kollektiven Bewusstsein im Stem-System liegen. Die Patienten können dieser Belastung nichts entgegensetzen. Wir brauchen gesunde Subjekte, vielleicht reinigen sie auch das System. In seinem jetzigen Zustand ist es nicht tragbar. Das wird Mobius wohl kaum gefallen. Und dieses Mal werden sie mir die Schuld geben. Unser neuer Prototyp in Beacon ist fast fertig. Wenn er bereit ist, stelle ich ihn auf das Funksystem um. Selbst wenn die ursprünglichen STEM-Experimente fehlschlagen, beweise ich Mobius mit der nächsten Generation meinen Wert. Toll, bist ein Held, Jimenez. Forschung auf Gedeih und Verderb, ne? So, ich geh jetzt. Ich hoffe, die Viecher kommen jetzt nicht nach. Ich habe eigentlich alle getötet, oder? Ich meine, ich hätte...
Ich hätte sie erledigt. Ich habe nur eins gehört, aber es war ja nicht da, so wirklich. Ein Glück. Komm, runter da. Hm, schön ins Wasser wieder. Jawoll. Schmarsch. Oh Gott. Oh Gott, es ist hier dunkel. Da ist gar nichts mehr, ne? Muss ich etwa da reinkriechen? Wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich verarschen. Ist auch nichts mehr. Oh, die Kiste. Ich kann die Kisten zertreten. Ja, wunderbar. Aber es bringt nichts, weil ich habe ja keine Munition zum Aufsammeln. Eigentlich ein bisschen unlogisch. Ich müsste so viel Munition finden. Und, oh. Nur halt keine Waffe, habe ich. Ah! Nein! Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich mache ein Päuschen. Ja, ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich auch noch mehr, wenn ihr mir ein paar Likes und Kommentare da lasst. Das wäre super von euch. Leute, wir sehen uns wieder zu The Evil Within.